aber nicht in der Statistik auftauchen. Das zeigten Massentests, wie etwa in der Slowakei, bei denen 1% der Getesteten positiv waren. Auf Gesamtbevölkerungen hochgerechnet kann das ziemlich viel werden. Kennzahlen, auf die sich die Politik aktuell beruft, seien daher verfälscht und unzuverlässig. Die Dunkelziffer vielmehr so hoch, dass bei den aktuellen Infektionszahlen Teile der Bevölkerung bald immun sein könnten, man also von Herdenimmunität sprechen könne. Aber auf dem Weg dahin würden Risikogruppen nicht verschont. Um das zu verhindern, helfen Kontaktbeschränkungen alleine nicht, so die Wissenschaftler. Vielmehr müssten Maßnahmen her, die gezielt schützen, vor allem diejenigen, die besonders schützenswert sind. So, und hier im Stream, zu Ihrer Information, Professor Schrappe, wir gucken halt immer hier auch in die Kommentare, da geht es hoch her. Einerseits einmal an meine Adresse gerichtet von Ralf Schubi, der meint, ich würde hier um die Deutungshoheit kämpfen. Nein, das ist nicht der Fall. Wir führen hier ein interessiert kritisches Interview und da habe ich keine Deutungshoheit zu erkämpfen oder zu verteidigen, sondern ich möchte wissen, was der Professor Schrappe sagt und versuche, andere Gegenmeinungen dagegen zu halten. Es gibt aber auch viele Kommentare, die in Ihre Richtung gehen, Professor Schrappe, zum Beispiel von Cornelia Krust, die schreibt, man muss sich wirklich fragen, ob die Corona-Strategie die richtige war. Die Zahlen gehen trotz Lockdown nicht großartig runter und es wird noch Monate dauern. Wie konnten sie überhaupt so hoch steigen? Hätte man von Anfang an Risikogruppen geschützt und nicht gleich alles laufen lassen, hätten wir jetzt weniger Probleme, wobei ich da jetzt schon sagen würde, alles laufen lassen haben wir nicht, oder Professor Schrappe, wir haben ja im März doch relativ alles dicht gemacht und das Gegenteil getan. Nein, nein, wir haben schon Kontaktbeschränkungen eingeführt und ohne das geht es auch nicht. Und solange die Herde dominieren, also die Familienfeier, die große, Ischgl war ja das Paradebeispiel, ist auch die Nachverfolgung sehr wichtig. Nur im Sommer hat sich das Bild geändert. Wir sind übergegangen in den sogenannten sporadischen Typ der Ausbreitung. Das ist ein Fachterminus, der beschreibt, dass in der Fläche unentdeckte Infizierte verbleiben. Das ist bei einer Erkrankung wie SARS-2 so, weil sie asymptomatisch auch übertragen wird, nicht nur von Kranken. Die asymptomatischen Träger können wir aber nicht erkennen. Deswegen wissen wir nicht, wo sie sind. Und aus dieser Lage heraus hat sie im Sommer eine Situation aufgebaut, dass wir jetzt plötzlich an vielen Ecken Probleme haben. Ein Kollege aus der Gruppe hat das genannt, viele kleine Feuer in der Fläche sind entstanden. Und da muss man mit anderen Methoden, spätestens mit anderen Methoden eingreifen. Die Kontaktbeschränkungen sollte man nicht zu sehr ausbreiten, weil das die Nebenwirkungen, die Nebeneffekte zu groß sind. Aber ganz essentiell ist zu versuchen, dass die zu starke Belastung der Krankenhäuser und Intensivstationen vermieden wird, dadurch, dass man sinnvoll und gezielt diejenigen, die einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, vor der Ansteckung und damit vor dem Krankwerden schützt. Also einer Ihrer Hauptkritikpunkte, wie ich das herausgelesen habe, ist ja immer wieder, wir wissen nicht genug über die Pandemie, wir haben keine verlässlichen Zahlen, wir wissen nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Sie fordern da vor allem Kohortenstudien, also das für alle Nichtwissenschaftler, eine Kohorte ist quasi ein Geburtenjahrgang oder mehrere Geburtenjahrgänge zusammen, wo dann immer wieder geschaut wird, wie läuft es da quasi in 2, 3, 4 Wochen Abstand, das kann man quasi selber festlegen. Die gibt es, kritisieren Sie so nicht. Ich habe mal geschaut mit der Hilfe einer Kollegin, was es an Studien gibt. Und wenn wir mal auf meinen Rechner schalten, das können Sie jetzt gerade nicht sehen, Professor Schrappe, aber ich kann es Ihnen beschreiben. Da sind wir beim RKI. Da gibt es Antikörperstudien in ausgewählten Bevölkerungsgruppen. Und wenn wir hier mal runterscrollen, dann sind das sehr viele. Es gibt die Bundesliga-Prävalenzstudie. Ich mache das mal ein bisschen größer, dann könnt ihr das besser sehen. Es gibt die freiwillige interne Unternehmensstudie von einem Unternehmen. Es gibt die Studie der DB Fernverkehr. Es gibt Studie des öffentlichen Dienstes Bremen. In Bildungs- und Förderungseinrichtungen werden Studien gemacht. Und wenn wir runterscrollen, sehen wir einfach, es sind sehr, sehr viele Studien im Gange. Reichen die Ihnen nicht, Professor Schrappe, oder sind es die falschen? Ja,
Das ist jetzt schwer für mich zu beantworten in einem Tonfall, der nicht zu wissenschaftlich ist. Aber das, was Sie schildern, wir haben die ja zum größten Teil zitiert in unserem letzten Papier, sind halt Antikörperstudien. Das sind keine Kohortenstudien. Antikörperstudien, die sind sozusagen, die nehmen über, wenn man also eine Bevölkerung untersucht, blickt man in die Vergangenheit, wer hat irgendwann schon mal diese Infektion durchgemacht, bildet Antikörper aus, hoffentlich, und dann kann man die zusammenzählen. Das ist, wir nennen das eine kumulative Darstellung. Was wir aber brauchen ist, und man kann damit, das will ich nicht abstreiten, und das haben wir auch in dem Papier gemacht, auch eine ungefähre Abschätzung der Dunkelziffer machen, aber das ist halt sehr fehleranfällig, weil wir nicht wissen, wie lange die Antikörper anhalten, ob überhaupt alle Antikörper kriegen, und über die akute Situation haben wir keine Ahnung. Deswegen ist der absolute Standard, wenn man eine Epidemie hat, wo symptomlose Personen diese Epidemie weitertragen, dass wir da eine repräsentative Kohorte, übrigens nicht nur von einem Geburtsjahrgang, sondern wie bei der Werbung, also 20.000 Leute nach Stadt, Land, Mann, Frau, also nach allen Kriterien gut gemischt, beobachtet und da die PCR oder heute einen Schnelltest alle Woche, alle zwei Wochen machen. Das hätten bestimmt auch viele Deutsche mitgemacht. Wer soll die durchführen? Und dann zu sehen, wo wirklich akute Infektionen auffinden. Das wäre die Aufgabe für ein Robert-Koch-Institut gewesen. Und was ist in Ihren Augen der Grund, warum das Robert-Koch-Institut das nicht macht? Sind die nicht einfach überlastet auch aufgrund der hohen Anforderungen, die wir gerade haben? Diese Frage höre ich sozusagen täglich mehrfach. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Das Robert-Koch-Institut ist politisch gesteuert und von wem? Ist ja dem Bundesministerium für Gesundheit untergeordnet. Und da müssten Sie dann mit Ihrer Frage einmal aufschlagen. Also Sie werfen quasi dem RKI vor, dass es nicht wissenschaftlich neutral arbeitet? Ich sage nur einfach, wir brauchen Zahlen. Wir sind im Bereich der Mutmaßungen. Es werden Grundrechte eingeschränkt, ohne dass wir eigentlich genau verwertbare Zahlen haben. Und ich halte das als Wissenschaftler, aber ich sage es auch offen, auch ganz als Bürger, für ein Unding, dass wir ohne eine feste Zahlenbasis zu solchen Einschränkungen schreiten. Und vor allen Dingen, da es probate Methoden, die überall bekannt sind, die jeder, der sich epidemiologisch und infektiologisch betätigt hat, kennt, die zum Standardrepertoire gehören. Und da ist unsere Autorengruppe nicht ohne Grund hinterher, das immer wieder einzufordern. Aber es gibt ja Zahlen, auf die immer wieder verwiesen wird. Also wir haben einmal die Infektionszahlen, dann gibt es den R-Wert, dann haben wir eine ungefähre Ahnung davon, wie viele Intensivbetten noch frei sind. Also es ist ja nicht so, dass wir im Nebel durch die Gegend schwimmen. Doch, so muss ich Ihnen leider widersprechen, diese täglich erhobenen Infektionszahlen sind vom Nebel nicht weit entfernt. Wir testen 1,5 Millionen Leute in der Woche und haben dann meinetwegen 120.000 Testpositive. Aber wenn man 2,5 Millionen Leute testen würden, wie viel hätten wir dann? Das hat keine Basis. Diese Zahlen sind, also wir drücken uns mittlerweile relativ deutlich aus, das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist. Und schon gar nicht können Sie damit politisch steuern. Diese Zahlen werden erhoben und dann auf die Gesamtbevölkerung umgerechnet, ohne einzuberechnen, wie viel in der Gesamtbevölkerung denn noch zusätzlich vielleicht infiziert sind. Diese Zahlen sind nichts wert. Ich habe hier eine Entgegnung von Professor Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte. Der hat mich kurz vor der Sendung hier erreicht, also quasi während ich hier schon stand und darauf wartete, dass es losging, kam das in mein E-Mail-Postfach. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt die Entgegnung ist auf das, was wir gerade besprechen. Ich hoffe es einfach mal und würde jetzt hier mal die Kollegen bitten, auf meinen Rechner zu schalten und dann würde ich mal auf Play drücken. Die Studie selbst gibt keinen Grund für einen Strategiewechsel. Zum einen die hohe Dunkelziffer, die hier angenommen wird, die gibt es in Deutschland nicht. Und zum zweiten die Strategie, die wir bisher verwenden, hat gewirkt. Die Abschottung der Risikopatienten ist in Deutschland nicht praktikabel. Wir müssen bis zur Impfung durchhalten und die bewährte Strategie weiterfahren. So, ich glaube, das hat inhaltlich ganz gut gepasst. Also Herr Lauterbach sagt, es gibt die Dunkelziffer, so wie Sie sie annehmen, nicht. Wie kommen Sie denn darauf, dass wir so eine hohe Dunkelziffer haben?
Na ja, gut, Herr Lauterbach, die Bemerkung von ihm kennt man ja. Er ist weder Infektiologe noch Epidemiologe. Also wir haben die Studien genommen, die es in Deutschland gibt, die wir also als Antikörperstudien, und haben das ausführlich dargestellt. Er müsste das nur lesen. Und dann würde er sehen, dass die Schätzungen, dass wir eine Dunkelziffer von Faktor 2 bis Faktor 7 haben, zum Beispiel aus der großen Münchner Studie abgeleitet, absolut zutreffend ist. Aber wobei weil das wir auch die, nur eine regionale Goldstandard, Studie ist, ne? Die Kordenstudie, also man kann ja halt München nicht auf die